Weil nach dem Stromausfall heute Nachmittag beim Router-Restart mein LTE-Modul nicht mitgestartet ist. Okay, wir müssen eben kurz warten auf Kai und so. Der macht den Reload. Also Router neu starten und so. So, ich habe jetzt nur die aktuellste installiert, aber da geht's auch nicht. Oh Mann. Welche hast du gesagt geht? Die aktuellste vom 15.07. 15.07. das Release, das geht auf jeden Fall. Also die läuft bei mir. Aktuell gerade. Weil ich es noch nie aktualisiert habe. Ja, die ist jetzt drin. Nee, ich glaube, ich habe da irgendwas in den Einstellungen zerschossen. Guck mal, dass wenn du startest, hast du ja im Chatlog ganz viel so Add-ons gestartet und so weiter stehen. Guck mal, ob da irgendwas von Details drin steht. Oder was passiert denn, wenn du slash Details eingibst? Achso, nee, du musst ja, bei dir geht das slash Splitter nie. Was passiert, wenn du slash Splitter eingibst? Doch. Doch, das geht. Ich komme aufs Einstellungsfenster dann. Was ist? Servus. Und Servus. hast du es mal probiert mit V drücken? Moin, moin. Mit was? Das habe ich gerade nicht gehört. Mit V drücken. Yep. Was Turn da? off und turn on. Und bleibt aber so, ich sehe dann nichts. Okay. Moment, ich kann immer meinen Bildschirm teilen. Lädt euer Twitch auch so lange, wenn ihr auf Yep. Mods klickt? Sehr Ja. ätzend. Ja, es ist bald vorbei. Bald gibt es wieder CurseFog. Egal, ich bin eh erstaunt, dass Twitch immer noch funktioniert. Eigentlich sollte es schon gar nicht mehr so sein. Carsten, hattest du mir deinen Kollegen schon vorgeschlagen? Ja, ne? Ja. Der ist schon drin. Ja, okay. Ich hab mal kurz meinen Bildschirm geteilt im Discord. Warte, ich gucke sofort. Stream anschauen. Was passiert, wenn du Shutter anklickst? Ja, der ist schon angeklickt. Kann jetzt nicht alle AFK sein, da würde einer mitklicken, danke. Okay. Danke, Digga. Always Show Nameplates ist halt auch drin. Geh mal auf Open Changelog bei dir, bitte. Was ist denn da der allererste Eintrag? Bugfix vom Ja, das 15. war ich Juli? gerade den 15. installiert habe. Ja, ich auch. Und Details hast du die aktuelle Version 30, 7 irgendwas. Moment, ich schaue in der App, aber da zeigt es mir nicht an, als dass es ak ein aktuelleres gibt. Details. Da. 11.3. Also am besten auch im Twitch-Client auf Version gehen. Moment. Da ist die neueste Version vom 30.07.20. Ja, genau, die ist 7.3.5.4.1.4.1. Ne, ich habe die aktuellere. Ah, Moment mal. Ich glaube, das ist das Du Problem. hast die Classic-Version von Details? Ja, der hat die mir, glaube ich, überbügelt. Weil ich habe vorher, ich klicke immer auf alles aktualisieren gleich. Sein Standardfehler. Also, Trick. das macht Twitch aber gern. Das müsst ihr dann im Zweifelsfall Sophie auch mal bei sich testen. Stefanie. Entschuldigung, Stefanie. Ja, keine Ahnung. Ist mir gerade auch egal, ich brauche das Ding nicht unbedingt. So, dann gehen wir hier mal aus dem Streamer wieder raus.
Trampel, was ist mit Trampel? Ich komm. Da ist wieder jemand gegangen. Warum ist wieder jemand gegangen? Noch kurz neu starten, dann soll es eigentlich wieder gehen. Was ist hier? Gerade war gepult. Yeah. First hit, Captain Bob. GG. Ripperfood. 1 Million an jeden, bitte. Wie hat er das denn geschafft? Achso, weil er durchs Wasser. Nee, weil er durchs Wasser gelaufen ist. Nee, Mondfeuer. Ah, wunderbar. Ja, nein, der Boss ist durchs Wasser gelaufen, deswegen hat er die 1 Million Schaden gemacht. Achso, ja. Ja, scheißegal. Geht wieder. Sehr schön, da können wir jetzt anfangen, Busse zu legen. Yes. Ach, deswegen sind wir hier. Ich dachte einfach nur so eine nette, gesellige Runde. Ja. Können wir auch, Kai. Eine halbe Stunde verabschiede ich mich dann. Ja, da gibt es sowas, das nennt sich Arbeit morgen. Kenne ich nicht, hab 2 Wochen Urlaub. Nein. Setz ich mich jetzt nochmal hin, um Buffo zu nehmen, oder warte ich? Kaya zu Beginn. Joa. Oder letzte Phase. Nee, dritte Phase. Okay. Müsst auch dran denken, dass wir nur 2 Heiler haben, ne? Also in allem stehen bleiben. Ja, sowieso. So, sind alle da, ja, ne? So. 20er Timer, bitte, danke. Warte, ich muss erst noch die Tanks setzen. Main Tank. Auch nicht mal Rechte zum 20er machen. Main Tank. Jetzt habe ich Rechte. Es ist. Ich habe sogar vom letzten Mal noch Pushen drin. Wow. Das ist so ein Scheiß, jetzt habe ich keine Details mehr. Was? Jetzt ist mein Details-Fenster weg. Bei dir läuft es ja heute. Und meine Weak Auras. What the fuck? 5, 4, 3. Scheiße, meine auch? What the fuck? Na prima. Aber mein Details geht. Naja. Egal.
Tranquility. Am Arsch sammeln, Kampfrausch. Ja, ich komm gleich. Stück weiterziehen. Stampeding roar. Counter metamorphosis. Naja, kein Wunder, sind die Weak Auras weg. Der hat das gleiche gemacht, hat auch einen Classic Schmutz installiert. Countered. Ja, wie gesagt, das macht Twitch ganz gern mal. Wer spielt denn schon Classic? Ach, ist das ätzend. Es ist das erste Mal irgendwie, dass mir das auffällt, dass das so eine Scheiße veranstaltet. Aber bei mir ist jetzt das zweite Mal, dass das schon passiert ist. Countered. Iron bark. Countered. 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 Raphael, könntest du einen Tisch stellen, vielleicht bitte? Natürlich. Vielen Dank. Problem. So, ihr wisst alle Bescheid. Kleinzeugs umhauen. Nahkämpfer bleiben von den Mars weg. Fernkämpfer müssen bei den großen Tentakeln auch mit in den Nebel reingehen. Heiler sowieso, wenn sie dort Leute heilen wollen. Buff aufnehmen, 30 Sekunden Schaden machen, Cooldowns auf den Boss verwenden, wenn ihr den Buff habt. Und ansonsten sich nicht von Zeug treffen lassen.
5, 4, 3, 2, 1. Stampeding Roar. Countered. 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 Strahl. Countered. 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 Lay on hands. Oh, ich glaube, wir haben Kampffrosch vergessen. Oder ich habe Kampffrosch vergessen. Ja. Wir. <Ja. lacht> Countered. Stampeding Roar. Countered. Countered. Darfst du aber trotzdem gerne irgendwann ziehen? Ja, am besten, wenn halt viele den Buff haben. Hm. Bin gerade gestuntelt, also gerade kann ich nicht. Ja, ich auch. Time Warp. Countered. 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 So. Punch.
Vorsicht, da kommt ein Auge. Einer der Palas mal kurz dispellen. Um 7 Stacks. Auge. Auge gepockt. Die Zeit, Captain Bob. Ich würde bitte einen Port nehmen. Bonusroll hat sich mal gelohnt. So. Ach, du hast das Trinket gekriegt, ein Bonusroll. Ja. Die Tanks bei Totenkopf und Mond. Captain Bob macht dann das zweite Organ mit Kicken und der Fahrer macht den Backup-Kick dort. Und unser Legion macht das dritte Organ, das müsste der alleine hinkriegen, muss nur beim ersten Mal sehr, sehr früh kicken. Dann geht sich's vom Recast her auf jeden Fall aus. Hab ja zwei Kicks. Okay, der Rest verteilt sich großräumig. Denkt an den Mind Control, den haben wir auf HC. Ich gehe auf die Rückseite, Nala, ja. Jo. Mal schnell Mass Entanglement in die Leiste ziehen. Sekunde. Hat er. Nicht mal Int gab's, Mensch. Unser Mage ist alles egal heute. Scheißegal, Addons funktionieren nicht, ich funktioniere dann auch nicht. Direkt kein Bock. Geil. Schon lustig, wie man gesagt hat, alle verteilen sich großräumig und alle stehen auf einer Seite. Nee, aufheben bitte. Warum nicht? Weil ich dich nicht sehe, Nala. Wie, du siehst mich nicht? Ich sehe den Bosskampf nicht. WoW-Rip. DC und so. Achso. Ja, heute läuft bei uns, wa? Naja, wenn deine Addons nicht gehen. Countered. Die Mieliger machen gleich die Plups, bitte.
Mind Control. Countered. Countered. Tranquility. Countered. Silence. Countered. Countered. You dare scorn perfection. His gaze falls upon you. I see the corruption within. Misery. Ich bin tot, Nala. Sterbt gerade alle, wie die fliegen. Er ist hinter mich gelaufen, hinter dem Beam. Macht's ab, Brutzel. Ich hab 12 Brutzel. Ja, ich bin auch in den Beam reingerannt. Immer noch ein Blub auf mir. Countered. Und dann kommt mal bitte alle so ein bisschen Richtung Nähe Organ, dass ich euch alle heilen kann, ne? Countered. Kommt ein Heiler aufheben? Ne, erst 30 Sekunden. Noch nichts. Denkt an Lutschkiesel und Heal Potions. Countered. Ich gehe dann in die andere Richtung. Time warp. Metamorphosis. Alles. Kannst du haben. Carsten, dich habe ich nicht in hier Reichweite. Du solltest einen Heiler aufheben. Bitte, Captain Bob. Weil wir sind beide tot. Mein Kontroll, die Leute rausholen. Ach so, ich gehe zum Tank. Ist immer noch ein Tank drin. Den Boss wieder. Und Fokus Boss 5 Millionen, sonst fressen euch gleich die Plups auf. Ihr habt nur noch einen Tank und nicht mehr viel Leben. Ja, pass auf. 800.000.
fucking easy. Weit weg von clean, aber... Ich muss mir gleich einen ohne Makro machen. Geh weg. GZ. Ist Nala nur bei mir so verdammt leise? Nein. Ich glaube, der läuft bei mir auf 200%. Ja, bei mir auch, aber trotzdem ist er leise. Bei mir ist er ganz normal, ich bin nicht mal hochgestellt. Also ich habe erst vor kurzem mein Mikro eingerichtet. Gibt es einen Retz zufällig? Oder seid ihr alle schon weggeportet? Ich habe ihn noch auf 94%, reicht vollkommen. Alle weg. Ich bin Mage, ich kann nicht ritzen. Team haben da aber auch keinen Retz. Ich release und komm nochmal schnell runter für den Rest, damit ihr looten könnt. Da kommt einer angedackelt. Da ist auch eine Hand. Zack, zack. Geronimo! Kenjin, das war eben knapp, dass du nicht übernommen worden bist. Was? Das war eben knapp, dass du nicht übernommen worden bist. Ich hab's gar nicht gecheckt gehabt. Ich hab gedacht, das wäre ein Blub, was auf mich zu. Bis ich dann gesehen habe, das ist eine gelbe Leiste. Ich so, huch, da müsste ich mal wegrennen. Ja, der hat gleich instant Sprint bei mir gezogen. Oder habe ich kurz einen Moment davor Sprint? Auf jeden Fall bin ich noch mit einem Affenzahn angelaufen. Danke. Ja. Braucht ein Plattenträger den Helm? So, los geht's. Essen zeitig. Zieh sie mal vom Pillar weg, bitte. Countered. Countered. Drückt mal kurz Portal, bitte. Auge. Countered.
Leave this part to me. After all, dramatic entrances are my specialty. Speak your mind. Nichts kaputt machen, bitte. Oh, fuck. Ich habe die falsche Option bei Rassion angeklickt. Was macht er dann? Hat sich zurückschicken lassen? Ja. Muss man an der Gilde fragen, ob da noch jemand kann. Aber also in der Gilde sieht es eher schlecht aus. Brauchen wir noch was? Ein Tank, unser Captain Bob muss gleich los. Ja, ein Tank kann ich leider nicht aushelfen. Ich könnte mit dem Tank aushelfen, aber dann fehlt ein Heiler. Heilen könnte ich. Aber den Endplus bräuchte ich halt noch mit dem Mage, weil ich noch den Corruption-Widerstand brauche. Hab noch nie Raid geheilt, aber kann schon versuchen. Das ist das gleiche wie im Plus, nur ein bisschen mehr Leute in der Gruppe. Ja, PvP. Ich habe ja auch die PvP-Trades in nur dabei. Also. Ja, jetzt haben wir erstmal schnell noch Carapace weg und dann sind wir mal weiter. Da ist noch einer hier. Ja, ich kann es gleich einen 10er Puls machen hier. Muss ich den noch umschalten? Genau. Kannst einen 5er haben. Ach, mir reicht's auch. Na ja, mach ich 5. Wer geht wohin? Alle ans Auge, alle rechts, dann alle links und dann. Alles klar. Mit den Tentakeln. Wo ist rechts, oder? Wo ist links? Ja, also ich meine jetzt am Tentakel eigentlich. Achso, du am Tentakel. Gehe ich hinter. Und die 4 Rangers hinter und die 4 Nahkämpfer, 5 Nahkämpfer vorne. Das passt schon. Alles klar. Okay. Dann geht los. So, wir haben 5 Rangers, 5 Nahkämpfer, auch nicht schlecht. Oder irgend sowas. Counter. Tentakel. Survival Instincts. Alle zum Boss. Auf dem Boss. Das mache ich. Counter. Tentakel. Instincts.
Iron Bark. Ganz hinten ist noch eine Zyste auf der hinteren Seite. Und dann zum Boss. Auge. 5% bis Phasenwechsel. Ich glaube, nebenbei einen Phasenwechsel. Countered. Erst links, gell? Erst rechts. Umhang benutzen. Alle runterhüpfen, achtet auf den Strahl gleich. Goldene Kugeln für Pfarrer, für Carsten und für mich. Pfarrer, Dominik, eigentlich alle. Aber er geht dann in Phase. 4% noch, dann sind alle wieder voll. Achtung, Strahl. Alle zum Boss, Kampfrausch. Alle da. Fernkämpfer gegen den Uhrzeigersinn, Nahkämpfer mit dem Uhrzeigersinn gleich den Debuff ablegen. Drei Debuffs. Vielleicht den Boss nehmen. Achtung, Schatten raus. Was sind zwischen 4 Debuffs? Nochmal Tentakel, raus aus den Schatten. Ziehe Cooldown. Eine blöde Idee.
Ich annehmen, Nana. Niveau. Jetzt kannst du. Dann Boss wieder. Nochmal auf die Tentakel achten, umhauen. Ich fähr wie geplant, ey. Wenn er das auf mythisch noch machen würde. So tut er es da nicht. Oh. Sie hat auf mythisch mitkommen. Die ersten zwei Phasen, also die erste Phase super, die zweite Phase übersichtlich. Und die dritte Phase dementsprechend noch gar nicht. Wir starten. Ach, der kommt ja auch noch hin. Wir starten bei Totenkopf. Hallo Hund, was ist mit dir? Klingt nach Hunger. Die haben aber gerade vorhin erst gekriegt. Aber tatsächlich bearbeitet sie gerade einen Lern. Nicht direkt an Totenkopf stellen, sondern bitte 5 Schritte weiter hinten. Das waren nur 4, Kenzin. Das waren 5. Okay. Kai kennt das Ganze, ja. Dann geht Kai mit den Fernkämpfern und Karante runter. Nahkämpfer, Nahkämpfer. Und musste Captain Bob nicht gehen? Ah, jetzt muss er tatsächlich laden los, ja. Dann brauchen wir erstmal schnell einen Tank oder einen Heilersatz. Gucken, was wir gerade so online haben. Bin ich noch kurz weg. Der ist aber zornig. Ja, wenn es kein Futter gibt, kannst du nachvollziehen, oder? Ich bin auch ganz kurz AFK, mal schnell dem Hund was geben. Ist die Woche schon wieder um? Da hat der Hund gewonnen. Aha. Ah, wer war das denn jetzt schon wieder? Sykrin. Was genau macht ihr da? Irgendwer hat gepolt. So, also wer wollte jetzt eventuell heilen? Ich kann versuchen. Ich kann auch tanken, ja, Paula. Ich habe den nur noch nie getankt. Ja, das macht nichts. Du musst nur das machen, was ich sage. Wenn du mit dem Paller einfach ums Becken kannst, das wäre natürlich die schnellste Variante. Alle, die noch leben, springen mal bitte hinten runter. Ich will den Boss alleine machen.
Dann pack ihn am besten in Gruppe 1 dafür, dass er beim ersten runter kann. Ja, mache ich auch. Da bin ich dabei dann. Erstmal remove. So, genau, der Carsten ist trotzdem ein Nahkämpfer von uns. Mit welcher Gruppe soll ich runter, Nala? Mit der Gruppe 2, mit den Fernkämpfern. Alles klar. Los, Raffi, mein Wecker klingelt 3:30 und ich bin mit den Hunden. Ja, ich bin ja da. Muss nur kurz Barfuß essen. So. So, alle anderen waren da. Also ja, die Gruppe 1 und Carsten sind die Nahkämpfer, Gruppe 2 und Farah sind die Fernkämpfer. Wir gehen erstmal alle einen Schritt vor und alles andere sage ich live während des Kampfes an, ehe ich das jetzt erkläre. Oder bloß albern. Alle bereit? 10 erreicht wieder. Pulltimer, los geht's. Als erstes, hier wo wir stehen, kommt Psychos, dann ziehen wir von hier aus gesehen nach links zum ersten Tentakel. Und zwar zu Totenkopf. Danach zu Rot. Sich nur bewegen. Countered. Na gut. Und dann 3 geradeaus. Totenkopf und Rot noch. Danach dann Blau. Countered. Und dann läufst du hierher, wo, oder lauft ihr hierher, wo ich, ich weiß, springe. Da legst du erstmal seinen Mist ab. Genau. Bossschaden und dabei zu Gelb laufen. Die Nahkämpfer gehen dann zu Orange, die Fernkämpfer zu Rot. Also Gruppe 1 und Carsten Orange, 2 und Fahrer zu Rot. Nachdem wir die Pickel gemacht haben. An den Hexenmeister, falls du es nicht weißt, du kannst sie verbannen, dann sind die instant weg. Wir gehen hin zum Boss, nicht durch die Pickelüberreste ziehen lassen. Die Kicks ansagen bitte. Mach den ersten mal gelb. Ersten grün. Zweiten grün.
Paranoia in Kürze. Okay. Ja, bleibt doch stehen. Komm, wir laufen ein Stück Richtung Mitte. Okay. Auf Kommando den Heiß benutzen und dann gehen die Nahkämpfer runter und die Fernkämpfer gehen weiter zu grün, müsste es glaube ich sein. Heiß jetzt. Und wenn ihr voll seid, runter. Und wir laufen Xykos entgegen und Totenkopf ist unser erstes Tentakel, wo wir ihn hauen. Danach ist es rot. Das ist auch das, was direkt noch in der Mitte steht. Danach ist es wieder Totenkopf. Danach kurz die Zeug ablegen und das außen machen. Fuck. Ich kick Lila gleich als erstes. Einer bei Grün bitte kicken. Counter. So, halb Cycles um. Legt kleiner mal seinen Scheiß ab. Ja, wir kommen hoch. Ja, wir noch Tentakel. Wir machen Bossschaden und gehen dabei zum Mond rüber. Runterspringen kann ich. Hast du dich übernehmen lassen? Ja. Okay. Dann müssen wir jetzt mal kurz nebenbei Trampel töten, weil den brauchen wir. Dann rette ich ihn. Und hier eine Fläche mitgenommen, das hat mich komplett gefickt. Das wird knapp. Scheiße. Kann man neu machen. Brauchen zwei Battle Rats, weil ohne Tank zerlegt uns das Tentakel jetzt. Also bis dahin prinzipiell sauber gespielt. Jetzt noch mal einen schönen. Können wir die Buffs noch mal haben, bitte? Danke. Okay, alle bereit, los geht's. Countered.
Countered. Weg vom Boss. Nie durch die Pegelüberreste ziehen lassen. Nahkämpfer orange, Fernkämpfer rot. Erste Kick Courage. Countered. Countered. Zweiter. Ups. Ein neuer Zusammenlauf. Wir gehen schon Richtung Mitte. Und heiß jetzt. Totenköpf den Tagel wieder. Dann auch rot. Countered. Countered. Dann auch wieder Totenköpf. Countered. Er legt das Zeug ab. Okay, wir kommen hoch. Skyen vorsichtig mit deiner Sanity machen. Keine Dummheiten mehr machen, dann passiert nichts. Kurbel machen. Weg vom Boss. Nie durch die Überreste ziehen lassen. So, die Nahkämpfer jetzt bei Lila, die Fernkämpfer auf der anderen Seite grün. Countered. Iron bar. Countered. Tranquility. Paranoia in Kürze. So, die Nahkämpfer gehen schon weiter zu Orange. Die Fernkämpfer bereiten sich aufs Runtergehen vor. Das könnt ihr noch benutzen, bevor ihr runtergeht. Ja. Alle die Halskette benutzen, sobald Cooldown abgelaufen ist. Geht erste links. Kick, gelb. Okay. Zweite. Ardent Defender. Countered. Countered.
Bitte als Tank immer am Tentakel dranbleiben, sonst tötet das uns. Kann ich nie gegenheilen sonst. Denk dran, Psychos zu kicken. Peter, hier bleiben. So, wir gehen weiter Richtung Rot. Wenn ihr eine Chance habt, hebt unsere Hexerin bitte unten noch auf. Erster Gelb. Psychos bei 15%, wir kommen gleich hoch. Wir haben noch einen Tentakel. Ist dann. Das Tentakel zu Ende machen. Alle ran an den Boss Richtung Totenkopf. Und sobald alle bei Totenkopf sind, ziehen wir Kampfrausch. Mhm. Ich schnell gerade noch die Halskette. Gas geben. Als nächstes legen wir gleich den Debuff ab, und zwar gegen den Uhrzeigersinn. Die Rangers hinten, die Nahkämpfer vorn. Dann stellen wir uns in die blaue Fläche von dem Ed rein. Und dann laufen wir bis kurz hinter Mond, also links von uns. Noch stehen bleiben, noch habt ihr keinen Stress. So, jetzt Buffs ablegen. In die blaue Fläche stellen, alle. Hinter Mond laufen und ein Battle Red nehme ich, danke. Hinter Mond laufen. Dankeschön. Achtet auf das Auge. Das Ed cleaven. Und drin stehen bleiben. Es kommt gleich das nächste Ed. Das Ed muss dann mal sterben. Und Bossschaden. Und jetzt machen wir das gleiche wie gerade eben nochmal. Und hin zum Boss. Und dann Boss-Fokus. 3%. Kriegt er deine Nala auch natürlich. Ich glaube, mein 8. oder so inzwischen. Bitte sag mir, dass du das Trigger nicht brauchst, Nala. Doch, ziemlich sicher. Lava, wie sieht's aus mit dem Ring? Lies im Chat. Also für mich ist das nur Second Spec. Ja, bei mir auch Second Spec. Also, ja, dann kannst du ja auch. Also, wenn es nur zwei Leute brauchen, gebe ich keinen Schnee. Dann... Ja, GG. GG, mit dir den Ring. Dann einmal anhandeln. Danke, ich hab schon. Braucht einen gar nicht. Oh, danke. Kein Problem. Alle noch ins Portal, dass ich auch durchkomme. So, am Donnerstag also die letzten vier Bosse. Iginot, Raden, Carapace, Enzov und Jaina. Mittwoch oder Donnerstag jetzt? Donnerstag. Vorher mit Main Raid. Achso. Da ist Jaina wichtiger. Ja, ich... Ja, ich habe das mal schon. Ich meinte ja wegen Jaina. Try den Mittwoch weiter, wa? Nein, wir machen Mittwoch Recall ID. Achso, okay. Prinzipiell würde ich zwar weiter rein, aber ein paar Recalls zwischendrin müssen auch sein. Wir brauchen noch ein bisschen Equip. Also meine Anwendung ist nur für Jaina.
Okay. Dann ist eh Donnerstag. Ich rede gerade mal mit Pascal wegen dem Trinket. Ich sag dir gleich, ob ich es brauche oder nicht. Sascha, hast du Kisten, die ich dir aufmachen kann? Nö. Okay, ich mach's weiter. Warte. Du, alles gut, Nala. Bis dann. Danke fürs Mitnehmen. Wie viel Erfolg haben wir denn jetzt eigentlich wieder gefüllt? 2. Das geht ja noch. Folge? Na, Ends of First Kill quasi. Okay, wie auch immer. Ich esse jetzt schnell was, dann gehe ich mit den Hunden und dann bin ich im Bett. Wir sehen uns morgen Abend in alter Frische. Wir haben, glaube ich, morgen Abend noch einen DD-Platz frei. Ich glaube auch schnell um. Das ist mein für Mystic oder was? Ja. Ja gut, ich bin nur vorläufig. Ich weiß nicht genau, ob ich hundertprozentig da bin. Allerdings habe ich dir ja irgendwann geschrieben, wegen Arbeit und so Scheiß. Das tut sich zwar langsam wieder alles einpendeln mit normaler Schicht, aber ich will halt in den nächsten Wochen halt nicht hundertprozentig zusagen und daher bin ich nicht da, wegen der Arbeit, weißt du? Ja. So, scheiße. Aber da sind doch noch 2 Erwarteposi. Das ist ein Heiler und ein Tank. Also ich weiß nicht, ob ich morgen pünktlich um 8 Uhr da bin. Also kann ein paar Minuten später werden. Naja, Furion haben wir auch schon mit 19 Leuten gelegt. Ich nehme mal an, wie gesagt, kann sein, dass es ein paar Minuten später wird. Ansonsten bin ich da. Sehr gut. Notfalls kann ich auch aushelfen. Also wie gesagt, maximal 10 Minuten. Naja, Riekel ist offensichtlich nie ganz so interessant im Moment. Aber wenn wir noch ein paar Leute haben, die mitgehen wollen, dann machen wir das. Wie auch immer, ich bin im Bett. Ich muss. Gute Nacht. Einen schönen Abend. Ja. Tschüss.